Kommenden Sonntag beginnt in Wien die internationale AIDS-Konferenz. Der Auftakt dazu ist der Live-Ball Samstagnacht. Im Zentrum dieser Konferenz steht diesmal Osteuropa. Nur wenige Kilometer von uns entfernt herrschen nämlich unfassbare Zustände. HIV-Positive haben oft keinen Zugang zu Medikamenten und Regierungen fühlen sich für das Problem nicht zuständig. Das HIV-Virus breitet sich rasend schnell aus. Der Live-Ball unterstützt heuer auch Projekte in der Ukraine. Dort leben schon 500.000 Menschen mit dem Virus. Betroffen sind hauptsächlich Jugendliche, die auf der Straße leben. Soran Dobritsch war 5 Tage lang mit Live-Ball-Organisator Gary Kessler auf Lokalaugenschein. Achtung! Hepatitis, Tuberkulose und AIDS-Gefahr. Ein 1,5 Meter hoher Keller eines Gemeindebaus in Odessa. Gebaut ist dieser seltsam verwinkelte Raum zur Unterbringung von Heißwasserröhren. Genützt wird er auch anders, als Unterschlupf für Straßenkinder. Es ist Frühling, deshalb wohnen hier zurzeit nur 4 Jugendliche. Im Winter hausen hier bis zu 30 Straßenkinder. Sie können sich weder auf die Unterstützung von ihren Familien noch vom Staat verlassen. Betteln, Metall sammeln oder stehlen, so kommen sie an Essbares oder an Drogen. Ich bin mit meiner Mutter nach Odessa gekommen. Dann bin ich einfach von zu Hause ausgerissen und lebe seit 8 Jahren auf der Straße. Warum willst du nicht zurück nach Hause zur Mutter? Ich habe kein Zuhause. Was ist mit der Mutter passiert? Sie ist gestorben. Ich heiße Vova, bin 18. Wie bist du auf der Straße gelandet und warum? Ich bin mit meiner Mutter nach Odessa gezogen, sie ist aber gestorben. Sag mir bitte, wie du heißt und wie du auf die Straße gekommen bist. Ich heiße Igor. Wie alt bist du? Ich bin 19. Weil sich die jungen Männer Pseudoephedrin spritzen, ein bei uns verbotenes Aufputschmittel, haben alle große Probleme beim Sprechen. Einer von ihnen kann nicht mehr gehen, alle 4 sind HIV-positiv. Ich bin seit 10 Jahren auf der Straße. Warum bist du auf der Straße gelandet? Meine Mutter hat hier mit Zitronen gehandelt. Ich habe zusammen mit ihr gearbeitet. Dann ist sie gestorben. Die Wohnung war weg. Und so bin ich hier gelandet. Odessa, eine Stadt mit 1 Million Einwohnern. So kennt man sie von Postkarten. Nur ein Teil des Zentrums ist für die Touristen aufgeputzt. Der Rest ist, wie es hier gesagt wird, seit der Perestroika ordentlich heruntergekommen. Laut Weltgesundheitsorganisation sind über 160.000 Einwohner in Odessa HIV-positiv. Das ist die höchste Rate an Infizierten außerhalb Afrikas. 10.000 Kinder leben auf der Straße. Knapp 4.000 sind HIV-positiv. Hier, unweit vom Stadtzentrum, ist die größte AIDS-Hilfeorganisation in der Ukraine untergebracht. The Way Home, wie das NGO-Zentrum heißt. Betreut werden bis zu 20.000 Menschen im Jahr. Seit 2009 bekommen sie Geld von der Elton John AIDS Foundation. Ab sofort will auch das Wiener Lifeball-Team die Hilfsorganisation unterstützen. Der Gründer und Leiter Sergei Kostin ist froh, dass Lifeball ihm unter die Arme greift. Doch Geldmangel ist nicht das einzige Problem. Dem Gesetz nach darf ein HIV-Test bei Kindern bis 14 nur in Anwesenheit der Eltern oder von Verwandten durchgeführt werden. Bei den meisten Kindern ist das aber unmöglich, weil sie schon sehr lange keinen Kontakt mit ihren Familien haben oder die Eltern tot sind. Das gleiche Problem haben wir mit der Behandlung. Denn bis zur Volljährigkeit müssen ihre Eltern die Einverständniserklärung unterschreiben. Das ist ein wahnsinnig geringer Abstand zu Österreich. Es sind ein paar hundert Kilometer und hier tut sich ein Land auf in einer derartigen Hoffnungslosigkeit und in einer Armut,
die man sich so gar nicht vorstellen kann bei uns in Österreich. Und das Schreckliche ist eben, dass es hier keine staatliche Hilfe in Wirklichkeit gibt. Zweimal im Jahr werden gratis AIDS-Tests unter den Obdachlosen durchgeführt. Das sind sogenannte Vortests. Wer bei so einem Test negativ ist, der hat mit Sicherheit kein HIV. Wer aber positiv ist, muss einem weiteren Test in der Ambulanz unterzogen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich HIV-positiv ist, ist sehr hoch. Die 17-jährige Julia erfährt gerade, dass ihr Vortest positiv ist. Ich heiße Julia. Auf der Straße bin ich gelandet, weil mich meine Eltern aus der Wohnung geworfen haben. Warum haben sie dich rausgeschmissen? Meine Eltern sind Alkoholiker. Sie haben mich einfach rausgeworfen und ich will nicht mehr zurück. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ich bin seit 13 Jahren auf der Straße. Seit 13 Jahren? Ja, seit 13 Jahren und ich werde erst 17. Sergej ist 20. 3 Jahre lang hat er in diesem Schacht gelebt. Insgesamt hat er 10 Jahre auf der Straße verbracht. Jetzt arbeitet er bei der NGO-Organisation The Way Home als Streetworker. Um hier in diesem Schacht schlafen zu dürfen, musste er sich damals vor einer Gruppe von 30 Straßenkindern einer Aufnahmeprüfung unterziehen. Die Taufe war nicht einfach. Zuerst musste ich viele Fragen beantworten, anschließend gab es eine Mutprobe. Man musste zum McDonald's gegenüber gehen und betteln. Der, der etwas erbetteln konnte, wurde in die Gruppe aufgenommen. Jeden Tag ist Sergej auf der Suche nach den Verstecken von Straßenkindern. Einmal in der Woche versorgt sie The Way Home mit Nahrung und Medikamenten. Hier in einem Heißwasserrohrkanal leben seit 3 Jahren 4 16- bis 21-jährige Burschen. 3 von ihnen haben keine Eltern. Einer will nicht nach Hause, weil sein Vater gewalttätig ist. Wir betteln. Mit dem erbettelten Geld kaufen wir was zum Essen. Im Krisenzentrum dürfen wir auch essen, baden, Kleidung waschen. Abends gehen wir in die Nähe von Lokalen und Bars, um zu betteln. Um der Härte des Straßenlebens standhalten zu können, nehmen die Jungen Drogen, wenn sie Geld haben. Dann ist alles egal. Hunger, Kälte, Schmerz. Man spürt nichts, sagen sie. Spätestens bis zum ersten AIDS-Test. So verrückt es klingt, aber auch das ist den Kindern egal. Man ist fassungslos, ja, wenn man das sieht. Und vor allem, dass es so viele sind. Das sind überirdische Gasleitungen, wo eine gewisse Wärme ist. Und die hausen da drin. Es stinkt fürchterlich. Und ja. Wir müssen eben Einrichtungen fördern, dass dieser Kreislauf unterbrochen wird. Aljoscha und seine 3 Kumpel sind HIV-positiv. Im The Way Home-Zentrum werden sie zuerst geschoren und entlaust, bevor man sie in ein Aufnahmezentrum für HIV-positive Drogensüchtige bringt. Was glaubst du, wie hast du dich infiziert? Genau weiß ich das nicht. Ich habe einmal vor 5 Jahren Drogen gespritzt. Vielleicht dadurch. Das war einmal. Habt ihr gemeinsam nur eine Nadel verwendet? Ja, wir waren zu dritt. Obwohl in Odessa 160.000 HIV-Infizierte leben, gibt es nur ein AIDS-Ambulatorium und 2 Entgiftungszentren. Platz für insgesamt 8 Personen. Maximale Aufenthaltszeit bis zu 3 Wochen. Die Rückfallsrate 100%.
Der Staat bezahlt das wenige Personal und die Sachkosten. Die Medikamente werden gespendet, allerdings nur die billigsten Generika. Es ist schlimm, wenn sie helfen sollen, wissen aber, dass sie nichts, aber wirklich nichts haben, um Hilfe zu leisten. Besonders wenn Kinder Hilfe brauchen und sie nicht helfen können. Das ist am schlimmsten. Unsere Regierung ist nicht bereit und hat keine realistischen Programme, diesen Menschen zu helfen. 2 Wochen, 3 Monate, sogar ein halbes Jahr sind unrealistisch, um die Krankheiten der Kinder sinnvoll zu behandeln. Es ist ein klares und komplexes Konzept nötig. Es muss verstanden werden, dass HIV bei uns auf der Straße beginnt. Aus den infizierten Straßenkindern werden erwachsene Obdachlose. Und das geht weiter auf die gesamte Bevölkerung über. Alle 8 Minuten infiziert sich ein Ukrainer mit HIV. Mittlerweile sind es knapp 500.000 Menschen. Wie auch die Straßenkinder werden AIDS-Kranke in der Ukraine als Schande und Nestbeschmutzer bezeichnet. Auch in Kiew unterstützt LifeBall einige Projekte. AIDS-Kranke und HIV-infizierte Straßenkinder, Schwangere oder Mütter. Das Health Right Zentrum betreut 900 junge werdende Mütter, die HIV-infiziert oder gefährdet sind. Rund 5000 junge Ukrainerinnen leben von der Prostitution. 81% der schwangeren Mädchen haben keine Wohnung und leben auf der Straße. Die ukrainische Regierung meint, dass die Kinder das Straßenleben wählen, weil sie es so wollen und nicht, weil sie es so müssen. Und das meint man ernst. Die Kinder, die auf der Straße leben, haben sich diese Art von Leben ausgesucht. Die Straßenkinder von Kiew haben ihre Familien und Wohnungen. Sie wollen nur nicht dort wohnen. Würden Sie nach Hause gehen wollen, wenn man Sie dort schlägt und Ihnen nichts zu essen gibt? Natürlich, wenn die Situation zu Hause besser wäre, würde kein Kind von daheim weggehen wollen. Weil die Not in der Ukraine so groß ist, hat LifeBall auch österreichische Sponsoren nach Kiew eingeladen. Sie sollen sich selbst ein Bild über die Situation HIV-positiver Menschen machen. Er ist zum Arzt gegangen, doch er wollte ihm nicht helfen. Warum? Sie wollten Geld haben. Wirklich? Wirklich. 3 Tage bin ich in der Klinik gelegen, dann haben sie gesagt, geh nach Hause und mach das allein. Ich bin froh, dass wir hier helfen können. Und dass ich habe zwar irgendwie das Gefühl, das ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber ich denke mir, entsteht der Tropfen. Höhlt den Stein auch und es ist gut, dass man hier was bewirken kann. Das, was wir hier alle gerade machen, also dass wir über das Thema berichten, dass wir HIV auch in der Ukraine, in Österreich zum Thema machen. Und ich glaube, das ist das Ziel des Sponsorings und dieser Reise und ich denke, das werden wir schaffen. Obdachlos, drogenabhängig, schwerkrank, hungrig, allein von der Gesellschaft verachtet. Das ist der Alltag von 300.000 Kindern in der Ukraine. Sie können nichts dafür, dass ihre Eltern dem gewaltigen Druck einer globalen politischen und wirtschaftlichen Veränderung nicht gewachsen waren und dass der Staat und seine Politiker völlig versagt haben. Was erwartest du vom Leben? Wünschst du dir etwas? Natürlich. Ich hätte gerne ein Zuhause, ein normales Leben. Ich möchte nicht hier in diesem Loch leben. Danke dir. Diese Regierung offensichtlich sieht bei den
meisten Zuständen bei der Realität weg. Und deswegen muss man das viel mehr in andere Länder bringen. Eben, dass man es in Österreich auch sieht, dass man hier zeigt, wie dringend Hilfe notwendig ist. Und man braucht internationale Organisationen, die sich hier mit Privatinitiativen und Systemen koordinieren und organisieren, dass hier geholfen werden kann.